Mission info has been updated. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. What do you see? Press the call button to get more intel. Head for the old prison. You'll find the targets there. Da hinten muss ich rein, in dieser scheiß Halle auf jeden Fall. Scheiße, ey. Keep low. You can check the controls on the pause screen. To climb an obstacle. Press the action button. There's a guard up there. If you're going to eliminate him, use a gun. Ich will keine Gun benutzen. Now head east to the old prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. Ich weiß nicht, ob das optimale Lauf jetzt da lang oder jetzt da lang. Hm. Ich schaff's nicht, ey. War voll scheiße. Ist so schwer. Eyes open, Boss. Contact me if you need advice. You can use your iDroid to check all sorts of operational data. The map, objectives, the target's locations. It'll help a lot if you let it. Okay, ich werde das Gebiet verlassen.
bin so ein scheiß Autofahrer. Ready your weapon while crawling. You can move horizontally left or right. If you do that holding the dash button, you'll move faster. Doch hier hin. Was kommt er denn mit seinem Strahllämpchen hier? Ich streame gerade noch über die Twitch-App selber. Weil die Post bisher noch nicht da war. Kommt er erst irgendwann im Laufe des Tages, wenn ich Glück habe. Wenn nicht, kommt es morgen. Okay. Ist das das Teil? Oh, vorne weg. There's a prison full of enemy combatants abducted from around the world. Ja, das hatte ich auch, aber dagegen habe ich sogar eine Lösung. Das ist ganz simpel. Kann ich hier Pause mal drücken? Ich mach mal kurz Pause, dann lächle ich das mal ganz kurz. Also es ist total simpel, das hatte ich auch. Ich konnte auch erst die ganze Zeit streamen und dann hat es nicht mehr funktioniert. Ich habe Folgendes gemacht. Ich bin ja nett und erkläre es eben. Du gehst auf die App selber, also nicht auf die Twitch-App, die startest du nicht, sondern du gehst auf Apps oder meine Spiele und Apps. Drückst dann mit diesem... Ich nenne ihn mal Menü-Button, den ich auf dem Controller ist, mit diesen drei Strichen. Und dann steht da App verwalten. Oder App Details ansteigen, oder ich glaube App verwalten steht da. Nix da drauf. Dann hast du die App zum Deinstallieren und hast rechts noch dein nettes Profil stehen. Und dieses nette Profil musst du einfach mal löschen. Und Twitch auch einfach mal löschen. Und dann einfach die Konsole mal so 5 Minuten vom Strom nehmen ungefähr. Dann startest du einfach alles neu, installierst Twitch neu und schon hat dein ganzes Ding wieder funktioniert. So hat es bei mir zumindest funktioniert. Und seitdem... funktioniert das eine 1, aber wie gesagt, ich habe jetzt eh einen PC bestellt. Der kommt heute oder morgen, eins von beiden, mal sehen. Und dann ist das eh egal. Kann ich da hochklettern? Natürlich ja nicht, natürlich nicht. Ah, den Typ wird genau ausgenommen. Ey. You can now either interrogate him, knock him out, or kill him.
His life is in your hands. Speak. The map has been updated. Spit it out. Na dann. You should move the bodies of enemies somewhere out of sight. Nee, ich hab Elgato und sowas. Also du brauchst schon eine Stream, eine Capture Card oder sowas, dann ist das schon wesentlich leichter. Und eine Capture Card, also entweder eine Capture Card oder halt eine Elgato Gaming Card, also du brauchst, musst schon 160 Euro auf jeden Fall in so eine Karte investieren, auf jeden Fall. Und dann kannst du es per HDMI verbinden, weil sonst kriegst du ja gar nichts rein. Ja. Und nee, ich hab halt eigentlich einen Gaming-PC nebenan stehen, aber wie gesagt, das ist halt eine Zwei-Zimmer-Wohnung hier. Und der Gaming-PC steht halt in einem anderen PC-Raum und ich habe keinen Bock hier einfach mal so ein dickes, fettes, langes Kabel durch die ganze Wohnung zu legen. Also, was mache ich? Ich nehme einfach, baue mir einfach einen neuen kleinen PC zusammen für, was weiß ich, 120 Euro und dann geht das. Wo ich das Spiel habe, kauf. Xbox Store. Nein. Ist ein Problem, tut er sich also. Nee, hat er nicht. Ich hab's, ist ein digitales Spiel. Ich hab keine DVD davon. Nee. Also wie gesagt, ich hab's von den beiden nicht gekauft. Ich hab jetzt dafür, ich glaube, 22 Euro oder so bezahlt. Oh. Verpiss dich mit deiner Funze. Kühlen kann ich auch noch. Na, aber treibt doch noch mehr, Alter. Ein böses Tor ist es auch nicht. Das kann ich euch schon mal sagen. Es ist in keinem der deutschen Stores verfügbar. Und auch wenn Games Only das jetzt schon versendet, naja, kriegst du es ja auch erst am 19. spätestens. Mir ist ja nicht scheißegal, ich habe es doch gut. Halt Fakt. Ich hätte Dinge halt früher zugesendet. So. Gibt er immer noch? Oh, der kommt. Ja, genau. Die Qualität, sage ich dir gleich. Das ist noch nicht das, was ich eigentlich streame. Also die Qualität wird, sobald der PC da ist, noch besser. Weil die Xbox einfach grausam streamt. Sag ich ganz ehrlich. Ich mag diese App zwar sehr gerne, aber seitdem ich gesehen habe, dass ich damit qualitativ nichts machen kann, zum Beispiel bei Titanfall, dann da muss ich dann doch auf den PC umsteigen und deswegen baue ich mir hier gerade eine Box zusammen. CPU und Mainboard steht, ist ja schon alles hier. Das Gehäuse fehlt doch, das ist das Grundgerüst. Das habe ich halt bestellt, das muss Alternate noch liefern. Das ist schon in DHL unterwegs. Und liegt eigentlich auch schon bei DHL hier in der Nähe, in Bielefeld. Naja, und mehr kann ich ja hier nicht machen bei der Xbox, außer 2,5 Mbit. Ich würde ja gerne normal streamen, ich nur mit 3, 3,2 und so. Weil dann ist das wenigstens ein bisschen ausgeglichener. Ne? Aber den Typen, okay, der geht jetzt da lang.